Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe PES-Freunde. Ihr könnt es sehen, PES 2013. Auch der Dambo hat sich dieses Spiel jetzt besorgt und möchte euch kleine Einblicke in die Welt von PES geben. Ja, der Urteil, du hattest so ein bisschen angesprochen, das Menü hat sich ein bisschen verändert. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich jetzt mal so sagen, auf den ersten Blick. Also, wir sehen hier die einzelnen Optionen. Es gibt das Spiel, es gibt die Champions League. Es gibt den südamerikanischen Pokal, Copa Santander, Welt des Fußballs, da kann man dann auswählen, ob man Meisterliga spielen möchte, ob man Werde zur Legende spielen möchte oder ob man die Meisterliga online spielen möchte. Des Weiteren gibt es normale Wettbewerbe, Pokal und online. Wir haben ein ausgeprägtes Training, das man absolvieren kann. Den Editiermodus natürlich. Es gibt gesonderte Informationen, die man immer wieder abrufen kann, von Zeit zu Zeit. Ja, Online-Informationen oder Datenpaket-Update. Ja, dann haben wir eine Galerie, wo man natürlich sich auch alles anschauen kann, was man bisher erreicht hat natürlich. Es gibt die normalen Optionen und natürlich kann man das Spiel auch wieder verlassen. Ja, und wir wollen einfach mal ein Freundschaftsspiel machen, glaube ich, ne? Ein Ranglistenspiel. Online. Ja, online habe ich noch nicht so ganz eingerichtet. Lobbys kann man auch machen. Das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Dass man eigene Lobbys machen kann. Aber man kann sich auch ein Freundschaftsspiel ansehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen selbst spielen natürlich. Und ja. Schauen wir mal, welches Team wir uns nehmen. Nehmen wir Land oder nehmen wir Verein? Hm. Brasilianische Liga übrigens jetzt auch dabei. Man ist immer dabei, ne? Ja, die ist glaube ich immer dabei. Hat einfach ein anderes Logo hier irgendwie. Den Patch könnte ich mir eventuell auch mal demnächst ziehen dann irgendwann. So, leider die Bundesliga natürlich nicht. Das kennen wir ja aber leider schon. Ich glaube, ich nehme mal Juventus Turin. Die gefielen mir im Spiel gegen den Otaldo schon sehr gut. Und gegen wen sollten wir denn da spielen? Vielleicht mal gegen einen französischen Club. Wo haben wir die französische? Da. Vielleicht mal gegen Olympique Marseille. Ja. Oder Paris. Oh, Paris ist sehr gut. Paris ist sehr gut. Wie ist Toulouse? Ja, nicht so. Marseille ist gar nicht so gut. Ich würde sagen, wir nehmen Saint-Germain. Paris, Saint-Germain. So. Da die On, Tageszeit nehmen wir, also ich nehme mit Vorliebe immer gerne Abend. Jahreszeit ist natürlich Sommer und das Wetter muss natürlich klar sein. Das Wembley Stadion. Gibt auch einige neue Stadien hier. Ich denke, wir entscheiden uns mal für. Uiuiui, richtig in der City. Estadio del Nuevo Triunfo. Ja, vielleicht können wir auch in Frankreich gleich spielen, ne? Dann haben die Heimrecht. Nehmen wir das mal. So, Balltyp. Welche Balltypen gibt's denn hier so? Oh, hier, yeah, die Oldschool-Ball. Cool. Ja. Also schon ein paar coole Treter bei Predator. Ich denke, wir entscheiden uns mal für den PES 2013 Ball, oder? Den nehmen wir einfach mal. Ja, und ich würde sagen, an den Einstellungen will ich jetzt gar nicht so viel vornehmen. Ich glaube, wir können direkt zum Anschluss gehen oder sollen die blau machen? Blau vielleicht, ne? Sonst sieht das aus wie Arsenal.
Ja, ein Freundschaftsspiel. Juventus Turin gegen Paris Saint-Germain. Und ich habe mir gedacht, dass wir Herzlich willkommen zum vielleicht Spiel im Stade de France. den Schön Kommentator begrüßen mal Sie, ausmachen. Wolfuß und Hansi Küpper. Einen schönen guten Tag an dich, Wolf, und an Sie, liebe Zuschauer, an diesem Fußballtag, der, da bin ich mir ziemlich sicher, ein richtig spannender wird. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und jetzt spielt Juventus gegen Paris Saint-Germain. So. Die machen wir natürlich aus. Audioeinstellungen, Kommentar aus, selbstverständlich. So. Kann man auch wieder das Thema ist ja Spielgeschwindigkeit. Ich spiele immer gerne auf plus 2. Aber ich lasse es jetzt erst einmal bei 0. Und ja, dann gehen wir mal los. Ich habe mir gedacht, dass ich auch mal meine Tastenkombination verändere. Controller-Einstellungen, Tastenkonfiguration. Oder man kann auch beides einstellen, ne? Sagt er. Halleluja. So, jetzt haben wir es. So, auf geht's. Ja, jetzt wo ich das Spiel auch mal habe, das erste Mal, das ist ja schon fast historisch, das erste Mal, dass ich mir ein Fußballspiel auf PC kaufe, also. Oh, da wird er umgegrätscht. Maxwell hier. Lichtsteiner. Und Maxwell klärt ihn jetzt aus. Und ich dachte mir, dass ich euch öfter mal ein paar Videos bringe. Vielleicht mal eine Werde zur Legende mache. Oder einfach Meisterliga oder irgendwas Schönes. Mal da so hinzaubern werde. Und schön in Szene gesetzt. Gefälscht. Ei. Sirigu hält den Ball. Von Marchisio. Marchisio, das wird ja auch immer unterschiedlich ausgesprochen. War natürlich jetzt auch nicht so hart geschossen, aber war abgefälscht, ne? Ja, da. Matri hatte da ganz gut aufgepasst. Ah. Sehr gut. Ah, die Abwehr steht da sehr gut. Bonucci. Muss mich hier ein bisschen mal reinfuchsen. Buffon kommt hier auch mal zum Einsatz. Ja, mal ein bisschen Oh! Von den Beinen geholt. Tasten ausprobieren, was hier alles möglich ist. Ich habe das Training gar nicht absolviert. Das mache ich sonst eigentlich schon ganz gerne mal. Um zu sehen, was dann sich wirklich verändert hat. So. Und die Pässe sind ein bisschen wie bei FIFA angeglichen. Man muss schon wirklich durchdrücken. Ja, es war klar, dass er das pfeift. Ich wollte ihn auch gar nicht grätschen eigentlich. Da gibt es schon die rote Karte für Basali. Oh. Ja. Das war natürlich ein brutales Foul. Aber ich wollte ihn nicht grätschen. Eieieiei. Oh, Latten. Freistoß. Oh, und dann kriegt er den Abpraller nicht mehr gedrückt. Schöner Freistoß um die Mauer rum. Ich glaube, den hätte Buffon nicht mehr gehabt. Dann ganz schlecht. Ja, die Italiener, die feiern sich. So, Bonucci. Da. Kommen noch nicht so ganz rein. Schön aufgepasst und mitgespielt von Buffon. Ah. Jo. Na. Abseits. Ah, schade. Ja.
ist er doch ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Schade, schade. Ich weiß gar nicht, was habe ich eingestellt? 10 Minuten? Ich habe gar nichts eingestellt. Also, das ist Standard 10 Minuten, glaube ich, ne? Jo, sehr gut. Oh, alle sind sie für Juve. Oh. Ich komme da nicht durch. Die Franzosen stehen da sehr gut in der Abwehr. Ah! Ich hatte ihn. Oh! Ah! Brutalste Fouls hier. Oh, nein! Pirlo! Ach, die rote Karte. Also, was ist das denn bitte für ein Freundschaftsspiel? Oh, da. Ah, ich bin da ein bisschen zu voreilig, weil es mir einfach zu langsam ist. Ich muss die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Ist echt zu möglich. Das ist einfach zu langsam für mich. Ah, sehr gut aufgepasst. Oh, 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 zwei Mann weniger. Das kann man ja gar nicht mehr schaffen. Ah, jetzt können sie natürlich aufspielen hier. Ja, das sah schon gefährlich aus. Ein flacher Ball ist immer nicht... Oh, nie wirklich gut. Ja, kein Problem. Thiago Motta, das ist natürlich jetzt ein ganz gefährliches Spiel. Der Italiener versucht da gegen den italienischen Rivalen-Club hier das Tor zu machen. Zum Glück ist da nichts draus geworden. Oh. Auch mal wieder den französischen Torwart hier in Szene setzen. Das war natürlich keine Gefahr für ihn. Ja, sehr gut. Das ist natürlich, jetzt hat er so ein Limit gesetzt. Da muss er auch für relativ kleine Fouls schon die Karte zeigen. Denn das war jetzt... Oh doch, war schon draufgehalten mit dem Fuß. Kann man tatsächlich pfeifen. Also gut gesehen vom Schiri. Ach, man kann es ja mal probieren. Ja, das hatte ich gerochen, aber... Oh! Oh! Aber ich krieg den Spieler nicht, den ich haben will. Das... tatsächlich echt ein bisschen anders. Also ich muss mich hier tatsächlich ein bisschen umgewöhnen. Ein bisschen schwerfälliger. Oh, 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 ganz offen, aber abseits zum Glück. Deswegen war es auch so offen. Na, aber so eindeutig war es nicht. Also war schon knapp. Nein, ich wusste nicht, was ich tun soll. Nein. Ah. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. 0 zu 0 zur Pause. Und es ist eigentlich relativ ausgeglichen. Ich habe sogar mehr Ballbesitz. Dafür haben die Franzosen mehr angekommene Pässe. Vielleicht sollte ich an der Aufstellung doch ein bisschen was ändern. Oh, nee. Oh, das sieht ganz übel aus. Also, ich glaube, da müssen wir tatsächlich was machen. Wir holen mal... Banucci, Cellini und dann müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen und hier mal einen Abwehrmann rausholen. Wen haben wir denn da? Lucio vielleicht.
Lucio kann hier mit abdecken. So, und dann müssen wir hier Marquisio, Lichtsteiner lassen wir da, und Vidal kann hier ein bisschen in die Mitte ziehen. So, und dann müssen wir auf jeden Fall den Lichtsteiner mal auswechseln für... Ja, wie wär's denn mit Krasic? Ja. Gut. Vidal, ja, 87 ist okay. Matri ist nicht ganz so gut. Der Sturm ist generell gar nicht so gut besetzt. Aber ich denke, wir nehmen mal Giovinco. Und ziehen ihn mal ein bisschen rüber. So, da haben wir ein bisschen zumindest mal wieder ausgebessert. Hoffen wir, dass sich das auch bewährt. Und gucken, was die zweite Halbzeit bringt. Ja, es ist schon ein bisschen schwieriger, wie ich finde, sich da reinzufuchsen. Oh, das ging tatsächlich bei Osvaldo ein bisschen besser. Hier ist es etwas schwieriger. Aber es ist natürlich auch immer was anderes, gegen individuelle Persönlichkeiten zu spielen, als gegen die ausgeklügelt ausgefeilte Technik eines Computers. Oh! Oh, Buffon! Oh! Glück gehabt! Meine Güte, den kann man auch machen. Den kann man auch machen. Da läuft er am Ball vorbei. Den habe ich schon drin gesehen. Oh Mann! Ganz, 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 ganz viel Glück gehabt in dieser Situation. Da wäre Buffon ja tatsächlich geschlagen gewesen. Ah! Sehr gut. Oh, da wollte ich abziehen. Mann. Ja, nein, Mann, zu kurz. Das ist echt schwierig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es bei dem Spiel gegen Otaldo ein bisschen leichter war. So, da muss jetzt einer dazwischen gehen. Oh, meine Güte. Nee, nee. Mann, das war aber auch richtig knapp. Also, ich glaube, meine 10 Leben sind gleich verbraucht hier. Oh. So, Vidal. Oh, der war noch dran, der war noch dran. So, da muss jetzt einer mal dazwischen gehen. Und jetzt muss er schnell gehen. Jetzt muss er schnell gehen. Oh, Vucinic! Na. No. Sehr gut aufgepasst. Och, komm schon, Schiri. Da war doch jetzt gar nichts los. Also... Also, das fand ich jetzt nicht unbedingt gerade ein Vorbild. Naja. So, Vucinic ist da ganz alleine. Ui, 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 ui. Krass, die ganze Seite ist auf. Schön dazwischen gegrillt. Sehr gut. Sehr gut aufgepasst.
Ibrahimovic kommt rein. Eieiei. Ja, sehr gut vom Buffon. Sehr gut. Vielleicht geht er noch was. 70 Minuten sind rum. Und eigentlich ist Paris hier richtig im Vorteil. Also, das, wenn die das nicht ausspielen, das. Wollte ich mich ein bisschen durchspielen. Aber es ist nicht so leicht, da durchzukommen. Ja, geht nochmal ein Wurf. Ein bisschen Glück gehabt. Vucinic! Oh. Nein! Sehr gut aufgepasst. Vucinic setzt sich hier richtig, richtig gut ein. Also spielt richtig gut mit da. Und oh, da konnte er nur noch den rechten nehmen, obwohl der linke, glaube ich, besser gewesen wäre. Hätte man auch mal den schwachen Fuß nehmen können. Schade. Schade, schade. Dass man sich hier auch noch Torchance rausspielt, ist doch was Schönes. Sehr gut. Oh, kriegt er nicht mehr. Oha. Jetzt der Freistoß für die Franzosen. Den hat Buffon hoffentlich. Ja, den hat er sicher. Ui. Das war nicht unbedingt der sicherste Abschlag. Aber schön. Nein. Nein, Mann. Nein! Da kommt er mit dem Fuß noch dran, ne? Ich glaub's nicht. Sehr gut. 86. Minute. Kann einer noch hier zum Tor drücken? Nein! 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 Nein, zu steil! Verdammt, das wäre noch eine gute Chance gewesen. Oh, nee, ey. Boah, was ist das denn für ein Pass, ey? Vucinic wird da umgeholt. Also Schiri, das kann man auch nochmal ver... Nein. Das wäre es jetzt echt noch gewesen, ey. Ja, also Schiri, ich finde, das hätte man auch nochmal pfeifen können, ehrlich gesagt. 0:0. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier mit Verlängerung angemacht habe. Ich glaube, das ist aus. Ja, tatsächlich ist es aus. 0:0 endet dieses Spiel und ich habe mich hier echt ein bisschen schwer getan. Ich hoffe, das wird sich im Verlauf noch ändern. Schöner Freistoß übrigens. Ja, und das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, wir werden ein bisschen mehr davon sehen. Natürlich mit etwas weniger roten Karten. Ich wünsche euch noch viel Spaß am heutigen Tage und alles Gute. Bis bald!